Genau, also es ist schon geplant, auch diese Vorträge jetzt in mehreren Städten zu machen. Berlin war jetzt der Anfang. Bin auch echt begeistert von der Resonanz und von der Diskussion dann im Anschluss. Genau, das ist zum Beispiel auch so ein Weg. Das ist auch sehr üblich. Also Leute, die dort hingehen, kommen zurück und tragen das weiter. Also schreiben darüber, berichten darüber, haben Medienauftritte, wie auch immer. Also tragen die Gedanken der Bewegung weiter. Und im Rahmen dessen ist auch diese Vortragsreihe zu sehen, die ich jetzt gerade mache. Also klar gibt es viel, was einen da hinzieht. Es ist vor allem, glaube ich, diese Unmittelbarkeit des eigenen Aktivismus, zumindest die gespürte. Also klar, es ist auch wichtig, in Deutschland irgendwie zu arbeiten, aber es fühlt sich halt immer ein bisschen mittelbar an. Und das hat man vor Ort nicht. Vor Ort fühlt es sich sehr direkt an, dieser Kampf. Es ist ja auch im vollen Wortsinn ein Kampf gegen den faschistischen Feind. Aber ich denke, dass meine Aufgabe gerade eher hier ist und ich hier gerade als Internationalist besser wirken kann als vor Ort. Genau, und es passt auch gerade einfach in meinen persönlichen Lebensentwurf besser, hier zu sein und mich nicht erneut in Lebensgefahr zu begeben. Man darf sein Glück ja auch nicht überstrapazieren. Aber klar gibt es viele Gedanken, die mich nach wie vor dahin ziehen und hängt da oft dran und irgendwann könnte es wieder mal sein. Ja. Aber dann denke ich eher weniger für das Militärische, weil, wie schon gesagt, die Revolution findet in der Zivilgesellschaft statt. Und das Militär schützt diese nur. Wenn man wirklich wissen will, wenn man wirklich daran beteiligt sein will, diese demokratische Gesellschaft aufzubauen, muss man eben genau dahin, nämlich in die Gesellschaft und nicht an den Rand der Gesellschaft, nämlich ins Militär.